Am 20. Dezember 1960 drängte sich am bewaldeten Stadtrand von Hamburg eine Gruppe von Polizisten um ein kleines Haus. Vorsichtshalber überprüften die Polizisten ihre Waffen, denn sie waren im Begriff, einen äußerst gefährlichen Mann zu verhaften. Einen einst hervorragenden Schützen und Sportler. Die Tür schwang auf und vor ihnen stand ein Mann in den 50ern mit kahlem Haar, Bart und einem freundlichen Aussehen. Er gab den Polizisten bereitwillig seine Papiere, die belegten, dass er Karl Neumann war, ein Forstarbeiter, der seit langem in der Gegend Dienst tat. Die Polizisten beschlossen trotz einiger Zweifel, den freundlichen Mann aus dem Wald zu verhaften. Sie suchten seine Frau in Hamburg auf, die zunächst behauptete, ihr Mann sei Karl Neumann, dann aber ihre Aussage verwechselte und sich Frau Bär nannte. Der Verhaftete hörte daraufhin auf zu lächeln und bat darum, seinen Bart abzurasieren. »Ich habe nur Befehle befolgt«, erklärte er. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um Richard Bär handelte, ein hochrangiges Mitglied der SS, der das schrecklichste Vernichtungslager der Menschheitsgeschichte leitete. Er war 15 Jahre lang auf der Flucht vor der Justiz, bis er zufällig von einem seiner ehemaligen Mitarbeiter identifiziert wurde. Bayer begann seine Karriere kurz nach der Machtübernahme Adolf Hitlers und wurde im Alter von 22 Jahren Wachmann im ersten Konzentrationslager des Reichs, Dachau. 9 Jahre später wurde Richard zum Adjutanten des Leiters des Konzentrationslagers Neuengamme ernannt. Schon damals beteiligte sich Bär am Massenmord. Unter dem Vorwand des Waschens und Desinfizierens trieb er persönlich sowjetische Kriegsgefangene in die Gaskammern. Dieser SS-Mann hatte kein Problem damit, Menschen jeglicher Nationalität zu töten, auch Deutsche. Bayer organisierte die Tötung hunderter behinderter und geistig zurückgebliebener deutscher Bürger im Rahmen des T4-Programms. Krankenhauspatienten wurden mit Giftinjektionen eliminiert, um die Wirtschaft des nationalsozialistischen Deutschlands von unnötigen Belastungen zu befreien. Wie sich frühere Nazi-Kollegen erinnerten, scheute Bär nie davor zurück, sich die Hände mit Blut schmutzig zu machen und zögerte nicht, öffentliche Hinrichtungen vorzunehmen. Am 11. Mai 1944 wurde Richard Bär nach Auschwitz berufen und ersetzte den Kommandanten Arthur Liebehenschel, der entlassen worden war, weil er zu nachsichtig mit den Häftlingen umgegangen war. Auf diese Weise erhielt Sturmbannführer Bär einen Hinweis darauf, wie er vorgehen sollte. Er hat seine Vorgesetzten nicht enttäuscht. Nur einmal bat Bär darum, die Juden aus Ungarn langsamer abzutransportieren, weil die Gaskammern und das Krematorium nicht ausgelastet waren, obwohl sie rund um die Uhr arbeiteten. Während der 8 Monate seiner Herrschaft wurden in Auschwitz Hunderttausende von Häftlingen getötet und gefoltert. Sobald sich die Rote Armee Auschwitz näherte, ordnete Bär die Evakuierung an, indem er einen Todesmarsch organisierte. Am 18. Januar 1945 verließen 60.000 Häftlinge das Lager unter SS-Begleitung. Viele der Unglücklichen erfroren auf dem Weg, die meisten hatten keine Schuhe, sondern nur Umschläge an den Füßen und die Schwächeren wurden von den Wachen erschossen. Laut SS-Obersturmführer Wilhelm Reichenbeck wies Bär die SS-Männer an, auf dem Todesmarsch so viele Menschen wie möglich zu töten. Der ehemalige Kommandant von Auschwitz fand bald einen neuen Posten. Nun war er für das Lager Dora-Mittelbau für sowjetische Kriegsgefangene zuständig. Dort wurde er durch Massenerschießungen von Rotarmisten am Galgen wegen Sabotage und Verdacht auf Untergrundtätigkeit bekannt. In nur 2 Monaten schickte Bär rund 6.000 Gefangene in den Tod. Im April 1945 erlitt Bär bei einem amerikanischen Luftangriff einen Beinbruch und wurde zur medizinischen Behandlung geschickt. Im Krankenhaus wurde er von der deutschen Kapitulation überrascht. Der ehemalige Kommandant von Auschwitz entkam sofort aus seinem Krankenhausbett und reiste mit seiner Frau in den Süden des Landes. Auf dem Weg dorthin wurde er 2-mal von US-Soldaten aufgehalten. Weil Richard die übliche SS-Tätowierung entfernt hatte, wurde er nicht als SS-Mann erkannt. Im Dezember 1945 reiste Bär nach Hamburg, wo er auf dem Schwarzmarkt einen Reisepass auf den Namen Karl Neumann kaufte, wie es damals viele flüchtige SS-Offiziere taten. Bald bekam er eine Stelle als Förster. Er war mit dem bescheidenen Gehalt zufrieden, aber niemand würde ihn sehen oder erkennen. Oft lebte Bär monatelang in einem Wohnwagen, ohne den Wald zu verlassen. Überall sah er israelische Spezialeinheiten oder russische Scharfschützen. Er hatte kaum Kontakt zu seinen Nachbarn oder Kollegen.
Kurz vor seiner Verhaftung 1959 kaufte sich der ehemalige SS-Mann ein eigenes Haus. Am Stadtrand, weit weg von menschlichen Blicken. Lange Zeit glaubte man, der Sturmbannführer sei bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen, weshalb man nicht nach ihm suchte. Die Suche begann 1955, als Bärs Untergebener in Auschwitz, Obersturmführer Wilhelm Reichenbeck, bei einem Verhör sagte, Richard sei direkt für den Tod von 15.000 Häftlingen während der Evakuierung verantwortlich. Plötzlich wurde klar, dass es keine Aufzeichnungen über den Tod Bärs gab. Die Polizei durchsuchte die Verwandten des SS-Mannes, prüfte ihre Post, fand aber nichts. Am 21. Oktober 1960 erließ die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main einen Haftbefehl. Im Dezember desselben Jahres erschien in mehreren Zeitungen eine Suchanzeige mit Foto und dem Versprechen einer Belohnung von 10.000 Mark. Die Ermittler erhielten mehr als 200 Hinweise, von denen ihnen nur drei halfen, Richard Bär auf die Spur zu kommen. Es stellte sich heraus, dass der Mann, der die Polizei angerufen hatte, um Bayers Aufenthaltsort zu melden, ein Jahr lang in Auschwitz gearbeitet hatte, bis auf ein Skelett abgemagert war und wie durch ein Wunder überlebt hatte. Später sagte er auf einer Pressekonferenz, es war mir nie in den Sinn gekommen, dass einer der Hauptmörder des Zweiten Weltkriegs Seite an Seite mit mir arbeitete. Die offensichtliche Ähnlichkeit war verblüffend, aber ich beschloss, das kann nicht sein, ich bin paranoid. Am Morgen des 20. Dezember 1960 fuhr ein Vertreter der Staatsanwaltschaft, begleitet von zwei Polizisten, zu Bärs Arbeitsplatz in einem Sägewerk im Sachsenwald vor. Bär leistete bei seiner Verhaftung keinen Widerstand, obwohl er zunächst darauf bestand, dass sein Name Karl Neumann sei. Im Rahmen der Ermittlungen wurden viele Kameraden des ehemaligen SS-Mannes verhört und die Zeitungen veröffentlichten täglich ihre Geständnisse. Ein Auschwitz-Wachmann notierte, Bär war der schlechteste der drei Kommandanten des Konzentrationslagers. Er war nicht einmal betrunken, obwohl er die Nerven selbst der skrupellosesten SS strapazierte. Nüchtern, ruhig, berechnend erfüllte der Sturmbannführer seine Hauptaufgabe, Menschen zu vernichten. Einen Gefangenen betrachtete er jedoch nicht als menschliches Wesen. Himmler lobte Bär für seine wirtschaftliche Effizienz. Unter ihm erhielt die Reichskasse mehr Goldzähne, Ringe und Ohrringe von toten Häftlingen als unter seinen Vorgängern. Richard Bär erlitt einen schweren Nervenzusammenbruch. Er hatte nicht damit gerechnet, dass so viele Zeugen überlebt hatten und dass Details seiner düsteren Karriere in den Vernichtungslagern ans Licht kommen würden. Auf Anraten seines Anwalts verweigerte der Ex-Kommandant von Auschwitz die Aussage und schwieg während der Gerichtsverhandlung. Das Gesicht des ehemaligen SS-Mannes war von einem nervösen Zucken verzerrt, als er eine weitere Erinnerung hörte, wie viele er getötet, gefoltert, gehängt, erschossen hatte. Der Angeklagte klagte ständig darüber, dass er nicht schlafen könne. Am 7. Juni 1963 starb der 51-jährige Richard Bayer in seiner Zelle an einem Herzinfarkt. Er starb nicht unter Qualen wie die meisten seiner Opfer. Die letzten Tage des Mörders waren jedoch von der Angst vor Vergeltung geprägt.